Control Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, zu Maniac am Start mit einer neuen Ausgabe von Total Getaped, C64 Games am laufenden Band. Und das Band lädt hier gerade schon. Fast Loading, 198 Blocks. Okay. Von welchem Game ist denn die Rede? Na, von Brian Jacks Superstar Challenge von Ricochet. Ricochet ist noch so eine Untermarke von Mastertronic. Die haben das also unter verschiedenen anderen Sachen noch rausgebracht. Ja, gewinnen ist nicht das Wichtigste, sondern das Einzige im Leben. Und es gibt hier verschiedene Disziplinen. Armdips, also wahrscheinlich hier Armdrücken oder sowas. Squat, Thrusts, Canoeing, Cycling, Football, Swimming, Archery und 100 Meters. Und ach du Scheiße. Die Schrift auf der Innenseite ist so klein geschrieben, dass niemand eine Chance hat, das auch nur ansatzweise zu lesen. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob ich das hier irgendwie hinkriege. Ich glaube, das wird wieder so eine Learning-by-Doing-Geschichte oder Failing-by-Doing, je nachdem, was wir da haben. Ne? Warte mal, kann ich das hier ansatzweise mal lesen? Playing Instructions. Canoeing. Gradually increase stroke rate by moving joystick from side to side. Boat should move the side. Ich kann das nicht lesen. Ich hoffe, swimming. Increase your stroke by moving the joystick from side to side. Da, also viel ist so Rüttel. Football. To dribble a ball around the three ones and then to try to score a goal. You have three goals at this, but you only have 2 minutes to move using the same method as running, but you can also cross the field by moving the stick up or down. And when you have reached the goal, aim using the joystick and then press fire button. Cycling to change up a gear, push the joystick up and press fire button. Do the opposite to für runter. Ach du Scheiße. Also du kannst es wirklich irgendwie kaum lesen. Oh Mann, aber es scheint jetzt ja auch nicht mehr so lange zu dauern, bis das geladen ist. Das kürze ich jetzt aber mal ein bisschen ab und mache mal einen kleinen Schnitt und sobald das geladen hat, bin ich wieder da. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. So viel länger hat es dann anschließend gar nicht gedauert, bis das geladen hat. So sieht das also aus. Ja, ich bin mal gespannt. Ne? One Player ist eingestellt. Ich hoffe, ich kann das einfach mit Joystick in Port 2 verkacken. Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich hier noch was drücken? Na? Joystick in Port 1. Oh. Da muss ich mal eben meinen Joystick wechseln. Gut, dass ich in jedem Port einen angeschlossen habe. Canoeing, press fire to go on. Und das hieß irgendwie Geschwindigkeit aufbauen mit Rütteln, mehr oder weniger. Mal gucken, ob das jetzt ein reines Rüttel-Game ist. Ich weiß doch gar nicht, ob ich oben oder unten bin. Ich weiß doch gar nicht, ob ich oben bin oder unten. Ich habe da irgendwie, oder muss ich mit dem Eintauchen in den Rhythmus sein? Oder muss ich jetzt wirklich einfach nur rütteln? Nee. Ich bin mit Sicherheit der oben, ganz bestimmt.
Ja, und komme überhaupt nicht klar, weil so ist Scheißendreck falsch. Vielleicht muss man ja wirklich immer, wenn der eintaucht, da das machen, aber das ralle ich gerade nicht. Das bringt mich hier nicht wirklich weiter. Das macht es überhaupt nicht schneller. Ne, ich bin so lame. Ich habe keine Ahnung. Auch wenn ich so irgendwie mache. Das steht da wirklich nicht näher beschrieben. Aber ist jetzt schon scheiße. Fängt jetzt schon toll an, ne? Oh, mach doch, wie du am Ziel bist hier, Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Na, guck mal, jetzt werde ich auf einmal schneller. Jetzt ist es auch egal. Boah, shoot. 0 Points. Press fire to go on. Oh. Das heißt, da kommt was von links anscheinend jetzt. Ich habe was getroffen. Genau mittendrin. Muss ich denn überhaupt hier? Hä? Auf was muss ich denn überhaupt zielen? Ich das mal wüsste. Warum geht das dann nach links und nach rechts? Oder bin links ich und rechts ist Computer oder was? Ja, ich bin geschickt im überhaupt nichts treffen. Ne? Warte mal. Aha, also ist es doch alles. Bin doch alles ich. Bin nur in allem schlecht. Ich habe tatsächlich die Scheibe getroffen. Und nun? Ja, bin mir nicht sicher, ob ich da was erwischt habe. Sieht, glaube ich, ziemlich scheiße aus wieder. Oh, immerhin den Rand angekratzt. Nicht ganz daneben. Da weiß ich nicht, ob ich was getroffen habe. Ah, doch, ja, da sehe ich es ja. Mhm. Das gab dann irgendwie 80 Punkte. Wieso hat Player 2 460? Hä? 100 Meter Running. Bin ich wieder oben? Und diesmal? Diesmal wenigstens irgendwie rödeln? Ja, diesmal ist rödeln. Rödeln ist. Ich überhole dich. Ich mach dich nass. Joystick-Killer-Mode. Ich bin drin. Diesmal habe ich aber gewonnen, oder? Jawohl. 760, 795? Oder bin ich Player 2? Ich kapiere da gerade was nicht. Es heißt doch ein Spieler. Moment mal. Ihr Opponent scored 66. Bei was denn? Hä? Welcher Joystick zählt denn jetzt? Der nicht. Man muss immer. Dreimal links, dreimal rechts. 66, ja klar. Schaffe ich doch nie. Sechsundsechzig, sicher. Das finde ich ganz schön anstrengend. Komm jetzt schon ins Schwitzen, ne? Gnadenlos. Oh, 53 bloß.
Ah, das gab dann 530 Punkte und 6 sind, ja, also Player 2 ist der Computergegner. Das heißt wahrscheinlich, das sind die aber warum hat denn der da auch einen Stern bei der dritten Disziplin? Swimming, press fire to go on. Da musste man auch irgendwie nur rödeln, war doch so, oder? Gehen wir da richtig schnell. Das ist auch wieder rödeln, tatsächlich. Warum das aber vorhin nicht beim Rudern gepasst hat. Ja, am Ende habe ich leider verkackt. Also viele Rödel-Games hier. Ja. Und irgendwie nicht wirklich viele Punkte gemacht. Arm-Dips. 74. Ist das auch wieder sowas, wo man so rechts, 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 oder muss man drauf, rauf, runter, oder was muss man machen? 0. Geil. Warte mal, was war das denn bei Armdits? Kann ich das irgendwie nochmal lesen, was man da machen muss? Nur so für... Ach Gott, wenn man... Das ist, wenn du alt am Sein bist, ne? Musst du hier ständig zwischen 1000... Nee, geh doch da hin, du Scheißeisen. Mann. Und Armdips. Was muss man da machen bei der Scheiße? You have to do as many as you can. Press the fire button to start moving down. Move the joystick from side to side to arrest. And then to push yourself back to the start position. Frag ich nicht. Was ich aber raffe ist, ich sollte zwischendurch mal den Drecks hier E-Mail-Verkehr ausklicken. Tschüss. So. Damit das nicht immer da reinblimmt. So, jetzt ja, dann verkacken wir mal beim Football. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gebacken kriege. So, irgendwie war das mit, man kann rütteln und man muss irgendwie. Krieg ich sowieso nicht hin. Man kann Speed aufbauen. Und was? Ich kann mich rauf und runter bewegen. Hä? Oder muss ich ab dem Hut schießen? Ich verstehe es nicht. Was ist passiert? Was geht? Was? Hä? Kann es sein, dass das irgendwie broken ist, der Scheiß? Warte mal. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Das hieß doch, nach oben gibt man, schaltet man, irgendwie schaltet man die Gänge. Trampel, 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 trampel. Den werde ich jetzt wohl kaum überholen. ...597 Kilometer fahren. Jawohl, am Ende bin ich nur knapp nach dem im Ziel. Also das mit dem Fußball war ja mal ein Satz mit X und hat irgendwie überhaupt nicht geklappt, ne? Was kommt denn noch? Okay, das Ende. Das Bittere. Oh mein Gott. Achso, da gibt's hier für Canoeing, für Schießen, Running... Geht also da einfach nochmal so durch die Disziplinen, ne? Ja, da habe ich alles mal richtig verkackt. The computer has beaten you. Ach Gott, wundert mich das. Nein. Okay, das war's. Brian Jacks Superstar Challenge mit teilweise fragwürdigen, komischen Disziplinen, wo ich die Steuerung nicht raffe, weil man schreibt es ja auch erstmal ein Pixel groß in die Bedienungsanleitung, sodass es auch keiner lesen kann. Ich hoffe, ihr fühltet euch trotzdem ein bisschen unterhalten und wenn ja, wäre es geil, wenn ihr das liken würdet und noch geiler, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Also, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, ciao, bis denn, ihr Lieben, euer Tomain.
Maniac. Hallo, liebe Retro Gaming Maniacs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Total getaped. Press Play on Scheiße.